Und damit willkommen zurück zur Finalmission in den Drachenkopfgipfeln. Wir wollen Krakatori gegenübertreten, nachdem wir also Kristallsperre haben, Orin haben, die Stelle haben, wo wir Krakatori hintreiben wollen, sowie auch eine Bündelung mit dem Schall erledigt haben, sowie auch die Detonatoren von Kanach, unserer Piratin, erledigt sind. Ja, geht es jetzt zusammen in die finale Mission Kristalldrache. Ein schönes Bild hier. Riesenloch. Man sieht überall das Gebrandmarkte, eine kleine Orin und vorne steht Kate. Ja, und das wäre dann ja sogar der dritte Drache, wenn wir ihn wirklich erledigen können. Mal schauen, ob wir das auch wirklich schon final hinbekommen. Weil wie die Drachen, beiden Drachen zuvor, haben die natürlich eine Übermacht an Wesen auch. So. Ja, was haben wir denn für Achievements? Ghana, haben eure Leute den Sprengstoff gelegt und sind bereit? Jetzt nur noch der letzte Feinschliff. Schön, wenn ihr es so positiv seht. Aber werdet langsam fertig, bitte. Okay. Natürlich, der Orden der Schatten ist hinter Fässern versteckt. Wer kennt es nicht? Ein paar Speere kann man sich gleich mal einen Schwung mitnehmen. Ah, Kommandeur, willkommen. Hauptmann Thackeray und die anderen warten gleich hinter der Kantine auf euch. Also sind sie vorbereitet. Hört mich an, Cormier. Ich wende mich mit aufrichtigem Herzen an euch. Meine Absicht ist klar. Führt mir den Arm, auf das er tief und genau zuschlage. Führt mir den Schild, auf das er jeden Verbündeten an meiner Seite beschütze. Oh, Cormier, stärkt meinen Mut. Führt mich meinem Ende zu. Doch lasst mich leuchten in eurem ruhmreichen Licht. Am Nun? Kommandeur! Ich habe mir was Besonderes ausgedacht für die Truppen. Kostprobe gefällig? Was ist das? Was für ein Tag, Kommandeur? Ich hoffe, ihr seid Was gibt's denn Neues? Unseren Ende der Welt Spezial. Teller Hühnchen und Reis mit frischen Karotten und Brokkoli. Dazu ein bisschen Zwergengewürz und etwas, das die Sonnensperre Feuersoße nennen. Ne, machen wir ohne. So geht's auch. Das stimmt mit ihm nicht. Also seinen Augen. Mit mir? Aber ja, doch, ich meine, da. Oh, ich weiß auch nicht, Kommandeur, zu sehen, wie alle so zusammenströmen. Das ist eine Inspiration, eine wahre Inspiration, aber trotz all dem, ich muss zugeben, ich habe ein klein wenig Angst. Ihr habt ja recht, aber vergesst nicht die ganze Herausforderung, die wir bestehen mussten, um so weit zu kommen. Ja, da habt ihr wohl recht. Nicht leicht, so weit zu kommen, ha? Ihr seid wirklich voller Zutrauen, nicht wahr, Kommandeur? Wenn wir solche Verbündeten haben, wie euch zum Beispiel, da, was soll da schon schief gehen? Schon, ihr habt recht. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das tatsächlich. Wir machen dieses Ungeheuer dermaßen fertig. Gesprochen wie ein wahrer Krieger. Ja. 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 Mann, oh Mann, einen Moment. Jetzt sind wir die Pferde mit mir durchgegangen. Mir ist etwas schwindelig. Vielleicht soll ich mich setzen. Nehmt euch einen Moment Zeit, um euch zu fassen. Hier. Zu hoch gejubelt. Oh, die Erwartungen sind zu hoch. Okay, ich glaube, wir haben ihn ein bisschen zu sehr gestärkt. Okay, wir gucken nochmal nach. Was fehlt denn noch an Erfolgen aus dieser Mission? Das werde ich nicht schaffen, 15 Minuten, das weiß ich. Meidet, den haben wir nicht geschafft. Das haben wir nicht geschafft. Nö, okay, wir haben eigentlich alles. Ach nee, hier. Ohne Schaden durch Umweltgefahren zu erleiden. Eieiei, ne, das würde eher weniger klappen. Nee, okay.
Sturheit. Haben wir schon Sturheit? Hier. Schließt, ohne Hilfe von Waffenschmieden, Rüstungsschmieden oder Koch anzunehmen. Okay, na dann nehmen wir alles an. Was haben wir dadurch gekriegt? Gesättigt. Bei erfolgreichen Siegen erhaltet ihr Barriere. Sehr gut. Dank der Kanonen der Flotte und Kanach, der einen Berg auf ihn fallen lässt, sollte Kralk schon verletzt sein, wenn er auftaucht. Orin wird ihn beschäftigt halten, während ich von hier aus die Resonanzkristalle auslöse. Das sollte ihn betäuben und mir Zeit verschaffen, um zum zweiten Kristall zu kommen. Und dann kriegt er die zweite Ladung. Brahams Team hält den dritten, bis ich hinkomme und wir geben ihm den Rest. Ist gut. Ich glaube, wir wären dann soweit. Geht den Plan mit einem Verbündeten durch. Haben wir gemacht. Hört mal her, Leute. Wir alle hätten zu gerne mehr Zeit, uns auf das hier vorzubereiten. Den Luxus haben wir aber nicht. Aber ehrlich gesagt brauchen wir das auch nicht. Kralkatorik scheint unbesiegbar. Aber er selbst hatte eine Vision, eine Prophezeiung von einer Welt ohne ihn. Wir haben alles, was wir brauchen. Er ist verwundet, halb von Sinnen. Wir werden ihn genau dahin locken, wo wir ihn haben wollen. Und dann machen wir seine Vision zur Realität. Glint hat an uns geglaubt. Ich glaube an euch. Gemeinsam werden wir die Welt retten und den Kristalldrachen töten. Auf eure Posten! Ja! Ist er ein Hühnerschreck? Kommandeur, ich habe die Resonanzkristalle mit der Schaufler-Technologie modifiziert. Sie sind bereit. Ohne eure Hilfe wäre all das nicht möglich. Das werden wir nicht vergessen. War mir eine Ehre. Keith und Orin erwarten euch im Auditorium. Ob sie in einer versteckten Rüstung gegen die Brandmauer... Ach komm, wir nehmen ja diesmal alles mit. Ich habe es glaube ich noch nie so gemacht. Kommandeur, was kann ich für euch tun? Habt ihr irgendwas Besonderes, das im Kampf gegen Kralkatorik helfen könnte? Ja, das habe ich tatsächlich. Ich habe an einen Runenstein gearbeitet, der eure Waffe mit recht kraftvoller Magie durchdringt, aber nur für kurze Zeit. Immer her damit. Gegen Brandgrund bei Treffern wird Energie gespeichert. Bei 10 Stapeln lösen eure Fertigkeiten kurze Zeit Kettenblitz aus. Amira, Mensch. Daraus unentlässliche Questreihe noch bei den Sonnensperren. Die habe ich auch das erste Mal übersehen. Im Zuge dessen für... Das Lecce habe ich da mal ein bisschen mehr gemacht. Es ist schon interessant, was da noch über sie rauskam. Könnt ihr meine Rüstung verstärken? Das kann ich. Das Schmieden der Drachenblutwaffen hat mich dazu inspiriert, etwas Forschung zu betreiben. Ich habe eine Methode gefunden, die eure Rüstung gegen Kralks Magie verstärkt. Allerdings nur vorübergehend. Wollt ihr mal ausprobieren? Nun klar. Eure Rüstung wurde für die bevorstehende Schlacht verstärkt und eure Bewegungsgeschwindigkeit wurde erhöht. Bei erfolgreichen Ausweichen posiert ihr einen verlangsamten Effekt auf Gegner in der Nähe. Okay. Barriere-Effekte wie diese. Und wenn wir ein paar Mal treffen, machen wir noch was Besonderes. Ich kann an nichts anderes denken, als dass ich vor dem Morgenrot sterben werde. Ich schaffe das nicht. Morgen könnte ein Doljak auf euch fallen. Aber das brächt eure Familie nicht weiter. Im Kampf zu sterben hingegen vielleicht schon. Ihr könntet lange leben und ein alter Mann werden. Aber wenn der Preis das Leben eurer kleinen Schwester wäre, würdet ihr ihn bezahlen? Nein, ihr habt recht. Ich werde es schaffen. Wenn dir, Drew, du bist gerade ein Fliegen ins Gesicht geflogen. Wenn die Erweckten dir schon Tipps geben über den Tod, dann ist schon das White Night Base. So, wir haben jetzt diese Plattform, und das haben wir ja schon gesehen. Hier fängt es an, dann dort rüber und dann dort rüber. So, wo müssen wir denn hin? In die Mitte. Ich weiß nicht, ob ich es eine Kurzmünze schaffe, ja. Sie hat Angst, aber sie ist bereit, sich in die Nebel zu begeben und Kralkatorik herzulocken. Ich weiß, aber du vertraust uns doch, nicht wahr?
Es hängt sehr viel davon ab. Es ist eine schwere Last. Aber du und ich, wir tragen sie gemeinsam. Nachkommen und Champion, richtig? Genau, wir beide. Schickt Orin los, wenn ihr bereit seid. Na gut. In Ordnung, Orin. Es ist Zeit. Krakatorik erscheint in 36 Sekunden. Das kommt mir bekannt vor. Wir haben einen gewaltigen Sturm hier draußen. Fing gerade an, aus dem Nichts. Saida, hört ihr? Kommandeur, ach je, er ist hier, in diesem Augenblick. Alle Schiffe, feuern, feuern! Kommandeur, nehmt euch auf etwas gefasst, er... Das war für den kleinen Orin. War der schon immer so? Zünde die Sprengladungen, jetzt! Mit Vergnügen! Genau, wir sollen kanalisieren, das heißt, wir müssen hoch. Oh, wir haben sogar. So. In Ordnung, wie beim letzten Mal. Ich kanalisiere. Er konzentriert sich auf Orin, Kommandeur! Zeit für euch zu handeln! Da, an seinem Hals! Konzentriert euren Angriff auf diese Wunde! Wir sind tatsächlich gelandet. Allerdings, diesen Daten zufolge wird er schwächer, verliert die Orientierung. Er ist wirklich verwundet. Gut, weiter so. Schon normal angreifen? Ja. Ah, okay. Dann machen wir mehr Schaden. Normal sogar. Ja, das kleine Vorhummelchen am Hals wird angegriffen. Große Quadratsperre. Wir werden ganz gut. Zweiten Kristall. Kommandeur, kommt her. Orin sagt, sie könne die Leylinien benutzen, um euch hinüber zu helfen. Kommandeur, blickt ihr etwa über den Drachen? Vorsicht, er versucht weiter hineinzugelangen. Mann, Orin hat Karl gerade an die Wand gebrannt, macht. Macht schnell. Warum? Sie saugen die Kristalle leer. Wir müssen sie näher an den Kristallen erledigen. Das wird sie wieder aufladen. Okay, wo sind Kristalle? Da. Hier, guck mal, wir haben Olmakan, diese Sandbestien auch. So Golems, wie man das nennen sollte. Das Problem ist, bei der Stelle, das weiß ich noch, dass mitunter die Viecher gar nicht herangekommen sind. Das heißt, wir nehmen mal den anderen. Seht doch, da oben. Da kommt etwas. Wir kommen doch nicht zu spät, oder? Saphira, genau rechtzeitig. Sei Schild zu den Waffen. Prophezeiungen erfüllen sich nicht von selbst. Der Kristall ist doch hier. Warum zählt das gerade nicht? Jetzt. Okay, ich wechsle immer mal ein bisschen, weil ich habe so das Gefühl. Komm mal näher. So, links, die töten die ein bisschen weiter entfernt und dann bringt das nichts mehr. Das heißt, wir müssen die wirklich ranziehen, auf dass die aufgeladen werden. Au. Zwei. Genau, zwei Gegner wahrscheinlich. Ja. Nee. Komm ran. Na gut, dann nehmen wir es drüben. Geht auch. Oder auch nicht. Okay, dann müssen wir den Mittelkristall mal machen.
Ich kann nur gerade im Kampf nichts nutzen. Ja, das ist schwierig. Wenn hier Kinder drankommt, bedeutet, ihr sollt nicht so weit, Leute, näher bringen. Näher. You know what näher ist? Das ist näher. Oder ist tot. Schade. Okay, wir müssen erstmal irgendwann kommen. Okay, dort hinten geht's gerade ab. Vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Noch ein Feind. Kriegen wir die näher ran hier vielleicht? Kommt man näher ran? Ja, schon wird die Zeit weggefressen. Kommt mal alle mit. Muss der Kristall eigentlich durch sein? Okay. Ignorieren, weitergehen, in der Hoffnung, dass... Obwohl ich den oberen als letzten gern machen wollte, weil da müssen wir ja hin. Zählt für den Kristall eigentlich das ein bisschen... Ja, das Zählt ist erhöht, warte mal. Vielleicht kriegen wir das so hin? Nee, okay. Laufen da oben Gegner auch entlang? Dann kriegen wir die vielleicht. Kommt näher ran. Frostbeißer! Kommt noch ein bisschen näher ran. Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Gezählt? Naja. Ich glaube, der Kristall war das letzte Mal schon ein bisschen das Problem gewesen. Weil das ist ja zu stark, die Verteidigung gerade eben. Okay, dann machen wir erstmal. Das hilft ja nichts gerade. Veteran zählen noch nicht mehr. Naja, geht so. Ist nicht gerade geil, wenn die, wenn man daran die töten muss, aber unsere Wünschen die davor halt, ja, schützen. Gebrandmarkter Luftelementarling. Eigentlich witzig, dass es sowas gibt. Weg. Noch mal zwei Gegner wahrscheinlich. Sehr gut. Zwei da. Gut. So, hier ist das größte Problem. Wir kriegen keine Gegner ran. Ah, jetzt. Toll, das habe ich gezählt. War zu zeitig. So, mit diesem Kristall, das kann ich machen. Die Brandmarks werden gezogen. Moment. Komm zu mir. Achso, du hängst an der Wand fest. Ja, jetzt rennst du sogar noch. Ach. Es ist dieser Kristall. Ich glaube, es war schon damals immer mein Kryptonit gewesen. Wenn du gerade kein Glück hast irgendwie. Ich würde am liebsten den Typen weg haben hier. Weil der ist das große Problem. Der tötet die aus zu großer Entfernung schon. Jetzt muss ich echt auf einzelne von denen warten. Na kommt. Der nächste. Und die Zeit ist damit schon, ja. Da das dritte bestimmt das schwierigste wird, ist das viel zu lang gewesen. So, und es war knapp. Der gräbt sich gerade ein. Der steckt eine Wand fest. Okay, nicht angreifen. Schön warten, bis er kommt. Hm, fehlt noch einer, vermutlich. Ja. Ja.
Portal wäre wieder aufgeladen. Okay, dann geht's mit uns hoch. Schneller, schneller. Komm am besten hoch. Egal. Jumping, Puzzle-Erfahrung, kommt. Kommt. So, jetzt kann ich wieder gehen. Sehr gut. Und raus. Nummer 2. Alles klar, Leute. Schlag zu, wie beim letzten Mal. Vielleicht Orin gerade. Hatte ich das so mitgeholfen? Ja, ich bin schon irgendwas getroffen, wenn ich weiß. Wie Zeit haben wir noch? 4 Minuten? Ne, das wird nicht reichen. Unterwegs zum letzten Kristall. Haltet die Gebrandmarkten fern davon. Lasst euch nur so viel Zeit, wie ihr braucht. Ernsthaft? Das ist eigentlich wirklich eine dumme Variante, oder? Dass man ständig über den, den man nicht besiegen will, hinherfliegen könnte. Der müsste einfach nach oben gehen und uns zerquetschen und schon wäre es vorbei. Okay. Wir müssen dann... Dann ignorieren, weitergehen. Wir können eh gerade nichts machen. Ihr macht das schon alle. Verdammt! Dieser Weg ist auch versperrt. Uns gehen langsam die Alternativen aus. Als Saphira sagte, lasst euch nur Zeit, hat sie nicht gemeint, lasst euch nur Zeit! Sonnenspiegel, folgt mir! Dreht euch die Daten an! Es funktioniert tatsächlich! Krakatorik wird endlich sterben! Macht weiter, Kommandeur! Dieser letzte Kristall dürfte ihm wirklich den Rest geben! So. Ach, schon ganz geil gemacht. Also, ist schon sehr episch. Sehr traurig. Viele hier von uns. Haltet unsere gebrandmarkten Genossen davon ab, anderen weh zu tun. Varia, ich dachte, euch seien gerade die Panzer ausgegangen. Was soll ich sagen? Ihr habt uns dazu inspiriert, einen frei zu bekommen. Wenn ihr es nicht schafft, sterben wir alle. Und mit uns der Geist der Revolution. Los! Ich wäre ein bisschen aus dem Weg gegangen an deiner Stelle, aber... Okay. Das ist die Stelle, wo Orin damals das gemacht hat in der vorletzten Mission. Die Sauger finden das Aufladen der Kristalle drin. Sauger, ich würde sagen, einmal Drachenspeer. Ich muss mir eine neue holen auch. Ich kann das noch 4 von denen machen. Ich meine, das hat das letzte Mal schon 1.026. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. So, wie weit sind wir? Bald kommen keine Gegner, das ist schade. Komm mal ran, einen Meter. Macht sie nieder. Ein Gegner. Komm mal ran. Schneller.
Okay. Wir machen das nach unten hin. Eger Schwede. Gehen zum Sperre. Da fehlt uns noch einer. Komm mal ran. Nee, ran habe ich gesagt. Oh, diese Viecher. Ran! Ja, so. Das ist gut. Ran, nicht weg. Zu Sorge? Geht das schon wieder los? Müsst ihr noch als Feinde tot blieben? Wenn ihr sie getötet hattet, das waren noch Zeiten. Okay, hier sind einige, das gefällt mir. Auch zum vierten Kristall, also vierten der Reihenfolge, dritten bei der Zählung, die hier nutzen. Ja, ist egal. Ja, natürlich. 50 Minuten sind vorbei. Hab ich mir auch keine Gedanken zu machen. Okay. Da oben sind mehr Gegner, also würde ich glaube ich oben lieber kämpfen wollen. Ach, schon ewig, oder jeden. Überall sind Leute, die man kennt, über die ganze Living World, über die Hauptstory, über... Ja, alles. Alle kämpfen sie mit. Die Epicness kann man hier nicht absprechen. So, Leute, aber jetzt wäre es cool, wenn ihr rankommen würdet, genau. Näher. Kommt nochmal näher. Gut, es fehlt nur ein... Okay, kommen neue, das ist gut. Ja, genau. Perfekt. Einziges Problem nur, ich habe keine Speere aktuell. Sperre knapp. Ufuk. Hinter mich? Wo ist hinter mich? Braham. Oh, ich glaube, die restlichen von uns. Ja, bleibt schon stehen dort. Entspannt euch. Was soll schon passieren? Werden nicht so viele überlebt haben. Ich hab doch gesagt, ich... Ich werde Braham helfen. Jetzt seid ihr dran, Kommandeur. Bringt die Sache zu Ende. Gebt ihnen den Rest. Okay, können wir fliegen? Ja, gut. Okay, die zeigen uns an, wie wir uns bewegen sollen. Geben wir mal dem Muster hinterher, nicht, dass wir hier irgendwie einen Blödsinn machen. Kalkatoriks Auge. Tja, das wird uns ins Auge gehen, würde ich sagen. Seine Nase jetzt, aber nicht sein Auge, oder? Ey, kann ich heute wieder weggehen? Danke. Boah, Leute. Ja, es ist gut, 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 gut. Heil dich mal vor allem. Da die Barriere, die hätte ich gern.
Da wäre ich gern. Ja, komm, wir machen das zu zweit. Komm, das machen wir zusammen. Problem ist nur das nächste Mal, wenn ich jetzt keine Heilung kriege, wird das schief gehen. Ihr kommt mir nicht davon! Ach guck, wir müssen einfach tiefer. Das einfach ist gut. Bleib an der Luft. Bleib an der Luft, hab ich gesagt. Überlegt, wenn wir kämpfen, wir schlagen gerade auf ein Auge ein, was schon so mächtig ist und so dermaßen wegnatzt. Stecken vielleicht? Ah, okay. Hm. Guckt an, da war was Rotes zu sehen. Ja, lass mich die Pappe. Gut, dass Schwarzlösen Handelsgesellschaft immer noch offen ist. Der kleine Strahl und der große. Nein, unser kleiner Oren. Interessantes Gefühl, alles wirkt hier gerade so träge. Man läuft auch unheimlich langsam. Oh, bitte nicht Oren. Kann man irgendwas nutzen? Nein. Und die kleine Greif neben uns. Wo ist der Greif auf unserem Rücken geblieben? Versprechen. Ach, alles klar. Scharfschütze. Tolle Mission, wo wir uns ständig verstecken mussten. Braham? Kommandeur! Oh, ihr Geister, wir dachten schon. Oh, ist sie. Sieht nicht so gut aus. Nein! 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 Oren!
Faith. Eure Blumen. Sie ist tot. Was sollen wir jetzt machen? Tolle letzte Worte. Ja. Oren hat es erwischt, leider. Ich meine, wenn man Krakatoa gesehen hatte und Oren, war es sowieso schon Wahnsinn, wie lange Oren durchgehalten hatte. Aber dafür war sie erstmal in dem Moment noch zu schwach gewesen. Schade um sie. Doch damit müssten wir jetzt auch diese Episode 5 der Living World Staffel 4 erledigt haben. Und dann geht es zum großen Finale mit der 6. Episode, wo vielleicht dann doch nochmal ein Turn passiert. Tja. Also nichts. War halt leider nicht so erfolgreich. Gut. Dann sehen wir uns in den nächsten Folgen wieder, wo es dann auf einer sehr interessanten anderen Karte weitergeht. Und ja, bis dahin, euer Landetor. Und denkt ein bisschen an Oren. Sie hat ganz tapfer gekämpft. Tschüss.